Lasst uns mal den Regenwald retten, indem wir uns betrinken. Hallo, ich bin Jens Christ. Ach nee, wir retten ja nicht mehr den Regenwald, sondern Deutschland. Lasst uns mal die Natur in Deutschland retten, indem wir uns betrinken. Wir trinken einen Kasten Krombacher und dann retten wir die Natur mit, ja, mit wie viel Geld eigentlich? Für einen Kasten Krombacher spendet Krombacher 10 Cent. Wenn ein Kasten 10 Euro kosten würde, wäre das 1%. Übrigens, meine persönliche Erfahrung ist, dass man für Werbung 10-20% des Preises des Produktes ausgibt. Das heißt, Krombacher wird wohl mehr für die Werbespots und für die Plakate ausgeben, als um die Natur zu retten. Wobei ich vermute mal, dass das Artenschutzprojekt eigentlich aus dem Werbeetat von Krombacher finanziert wird. Und wenn man sich das mal anschaut, im Gegensatz zu anderen Biermarken, die in den Umsatz verloren haben, hat Krombacher seinen Umsatz ausgebaut. Das muss jetzt nicht unbedingt etwas mit dem grünen Image zu tun haben, was sich Krombacher erkauft. Aber ich halte es nicht für ganz abwegig, dass es vielleicht doch so ist. Was ich hier mit dem Video nicht machen möchte, ist, dass ich sagen möchte, Krombacher, die betrügen und die sind ja gar nicht so gut, wie sie tun. Das ist zwar der Fall, aber ich glaube, dass sie nicht besser oder schlechter sind als andere Biermarken. Wobei ich glaube, dass diese Aktion, welche als Werbeaktion eigentlich geplant war, durchaus auch ihre Spuren hinterlässt in das Bewusstsein der Manager von Krombacher, sodass sie ein bisschen umweltbewusster handeln. Wobei dieses grüne Image bleibt ja Krombacher erhalten, nachdem die Aktion mit den Einkasten für einen Regenwald oder Einkasten für die deutsche Natur oder so zu Ende ist, bleibt das grüne Image ja erhalten. Das heißt, die haben auch noch nach dieser ganzen Aktion einen positiven Vorteil davon. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob diese Aktion wirklich mehr für den Umweltschutz tut oder weniger. Denn das zu bestimmen ist sehr schwer. Zum einen ist es so, dass Krombacher Geld spendet für den Artenschutz oder um die Natur zu schützen. Allerdings müsste man von diesem Betrag die Spenden abziehen, welche nicht gespendet werden, aufgrund dessen, dass Leute sich überlegen, ich trinke ja schon Bier und tue etwas für den Artenschutz und brauche deswegen nicht zu spenden. Wie groß dieser Betrag ist, das dürfte sehr schwer zu ermitteln sein. Darum mache ich dir mal einen Vorschlag. Spende pro Kasten Bier, den du trinkst, 1 Euro an ein Umweltschutzprojekt, was du dir aussuchen kannst. Und auch das Bier, was du trinkst, kannst du dir selber aussuchen. Dann würdest du 10-mal mehr Geld als Krombacher spenden und vielleicht würde das auch dazu anregen, deinen Alkoholkonsum zu verringern. Wobei bei der Krombacher-Aktion sind ja auch noch die alkoholfreien Biere mit drinne. Nur die Fassbrause, welche alkoholfrei ist, ist zurzeit nicht drinne. Warum auch immer, gehört vielleicht nicht zu Krombacher, wer weiß. Naja. Aber die alkoholfreien Biere sind da mit drinne. Aber bei deiner Aktion kannst du ja auch die alkoholfreien Biere mit reinnehmen. Du kannst übrigens auch das Rauchen mit reinnehmen oder sonstige Sachen, die nicht so teuer sind. Kannst du alles mit reinnehmen. Eine Schachtel Zigaretten, die du rauchst, gleich 1 Euro für den Umweltschutz. Das wäre doch mal was. Ich halte es für wesentlich besser, wenn du weniger Bier trinkst und das, was du dann sparst, spendest. Und vielleicht ist es ja so, dass nicht nur das Biertrinken dich glücklich macht, sondern auch das Spenden. Und wenn du was Gutes tust, dass es dir sogar mehr Glück beschert als Biertrinken oder Rauchen oder sonstige Mittel, die man benutzt, um glücklich zu werden. Wenn du jetzt sagst, Umweltschutz ist mir total scheißegal, warum soll ich die Umwelt schützen oder sowas, dann kannst du dir meine Playliste, wo ich etwas über Tiere erzähle, mal anschauen. Da hoffe ich, dass ich dir vielleicht ein bisschen die Tiere näher bringen könnte und du so sagst, ja, die Tiere kann man ja auch irgendwie schützen. Aber wenn du das nicht tun möchtest und wenn du sagst, für Umwelt will ich nicht spenden,
kannst du natürlich auch Menschenelfen durchspinnen. Ich zum Beispiel mache das, indem ich ein Patenkind mit diesem YouTube-Kanal ein bisschen unterstütze. Dazu gibt es auch ein Video, du findest es hier irgendwie verlinkt. Guck mal, ob du hier irgendwo ein i oder sowas findest. Und ja, ich unterstütze ein Patenkind und das könntest du auch machen. Anstelle die Natur zu unterstützen, könntest du ein Patenkind unterstützen. Natürlich darfst du gerne auch beides tun. Also du kannst die Natur und ein Patenkind unterstützen. Wie auch immer, ich wünsche dir jetzt noch Gottes Segen und wenn du Lust hast, dann schreib doch mal unten in die Kommentare deine Meinung zu dem ganzen Thema. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren oder weitere Playlisten dir von mir anschauen. Das sind verschiedene Themen, zu denen ich immer was sage. Vielleicht ist ja das eine oder andere, was dir gefällt, dabei. Und mit dem Betrachten meiner Videos unterstützt du ein Kind in Afrika, dass es zur Schule gehen kann. Ist auch was. Und ich bin mal gespannt, wann die ersten Kommentare kommen, dass ich ein Kind in Afrika unterstütze zu lernen, nur damit ich mehr Aufrufe meiner Videos bekomme. Allerdings, alle, die das jetzt glauben sollten, dem muss ich sagen, dass ich eigentlich viel gerissener bin, als ihr das so jetzt von mir vermutet. Denn in Wirklichkeit habe ich Krombacher dazu benutzt, um Aufmerksamkeit über meinen wahren Stern zu machen, nämlich mein Patenkind. Und dieses Video macht eigentlich nur Werbung für mein Patenkind. Einen anderen Grund, warum ich das Video gemacht habe, gibt es natürlich nicht. Oder vielleicht doch. Wer weiß das schon. Ach, eine Frage hätte ich noch an dich. Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen. Solltest du mir das jetzt nicht glauben, dann geh doch mal nach draußen in die Natur, in den Wald. Vielleicht findest du da ja einen Pilz und wenn du dich fragst, warum er da steht, weil die Tannen zapfen.